Hallo und herzlich willkommen in der Felddienstarena zu unserem Mediengespräch für unsere anstehende Partie gegen den 1. FC Nürnberg. Zu meiner Linken, wie immer als Gesprächspartner, unser Cheftrainer Jens Keller und unser Manager Horst Held. Dann darf ich um eure Fragen bitten. Traut sich keiner? Doch. Der Heiko ist ja nicht da, dann übernehme ich das. Herr Keller, können Sie vielleicht was zum Personalstand sagen vor dem Spiel gegen Nürnberg? Ja, hat sich jetzt aktuell nichts Neues ergeben. Roman Neustädter wird, so wie es aussieht, fit sein. Man muss jetzt heute nochmal die Belastung abwarten von der Schulter her. Aber ansonsten ist jetzt keine neue Verletzung dazugekommen, beziehungsweise auch kein Spieler, der zurückkommt. Das ist Jermaine. Ja gut, das ist aber gut. Jermaine Jones ist ja klar, dass er nach der Sperre wieder zurückkommt, das ist klar. Wäre die Rückkehr von Jermaine Jones eine Chance, dem ein bisschen angeschlagenen Neustädter eine Pause zu gönnen? Also über individuelle Spieler würde ich jetzt hier nicht sprechen und wer spielt und wer nicht. Wie gesagt, wir haben jetzt noch 2 Tage bis zum Spiel und von dem her ist es eine Option, aber da möchte ich die nächsten 2 Tage einfach mal jetzt noch abwarten, wie es im Training verläuft. Wie gesagt, vielleicht muss man ja auch, wenn es bei Roman nicht geht, so oder so handeln. Aber das entscheiden wir dann. Jens. Herr Keller, wie hat die Mannschaft die Champions League-Niederlage verkraftet und in welcher Verfassung befindet sie sich? Ja gut, dass wir alle sehr enttäuscht waren nach dem Ausscheiden. Ich denke, das ist ganz normal. Aber wenn man gesehen hat, wie wir die letzten 50 Minuten im Spiel gespielt haben wieder, dann können wir schon mit sehr viel Selbstvertrauen aus dem Spiel rausgehen. Das Ergebnis war dann nicht optimal, keine Frage, aber die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass sie körperlich topfit ist, spielerisch sehr, sehr gut gespielt hat und auch den absoluten Willen besitzt hat, das Spiel nochmal zu drehen. Und das sind sehr, sehr viele positive Dinge, die wir damit rausnehmen. Und deshalb ist auch die Stimmung ordentlich in der Mannschaft. Wie gesagt, wenn man ausscheidet mit so einer Chance, kann man nicht von Euphorie sprechen. Aber die Mannschaft ist da gefestigt und ja, geht sehr positiv ins nächste Spiel. So bitter das Aus ja auch war, kann das für die Bundesliga von Vorteil sein? Das kann ich Ihnen am Ende vom 34. Spieltag dann sagen, ob das so war, ja. Einmal da vorne. Sie hatten ja in den letzten Spielen einiges an Spielern zu ersetzen, ja auch so namhafte Spieler Papadopoulos, Affelei, aber besonders der Ausfall von Huntelaar hat sich ja jetzt gezeigt, wenn man ihn auch nicht durch Marika ersetzen kann, der ja auch verletzt ist, war doch vielleicht entscheidend auch für das Spiel. Was bedeutet das denn, dass man so einen Mann nicht ersetzen kann für die Kaderplanung der nächsten Saison? Müssen Sie sich da im Sturm so verstärken, dass man den vielleicht auch mal ersetzen kann? Denn das ist Pucke ja nicht so gelungen. Sicherlich muss man darüber nachdenken und deswegen habe ich auch heute einen Hut dabei und werde nach der PK bei jedem anfangen, halt, dass er seinen Beitrag zuleistet, dass ich mir halt auch 4 gleichwertige Stürmer leisten kann in der kommenden Saison. Und wenn wir alle in eine Richtung gehen, dann werden wir auch Geld zusammenbekommen. Gibt es weitere Fragen? Ähnliche Frage nochmal an Jens Keller. Wie gehen Sie jetzt damit um, mit dieser Sturmproblematik? Man hat ja schon gesehen, dass es eben bei Pucki vielleicht nicht ganz an Huntelaar ranreicht. Wie sind da die Pläne für die nächsten Spiele oder jetzt für das Nürnberg-Spiel? Ja, in erster Linie muss ich mal sagen, dass man so ein Pech hat, dass die 2 Stoßstürmer ausfallen mit längeren Verletzungen. Ich glaube, selbst Borussia Dortmund hat, als Lewandowski und Schieber ausgefallen ist, nicht allzu viele Alternativen mehr gehabt und hat auf einen Amateurspieler gesetzt. Ja, wir machen uns sicherlich unsere Gedanken. Wir haben noch die eine oder andere Option. Auch da werden wir aber einen Spieler von der Position vielleicht dann wegnehmen, die er so jetzt bisher noch nicht gespielt hat. Aber wir machen uns da schon unsere Gedanken. Nichtsdestotrotz möchte ich immer auch wieder hier sagen, für Timo Pucki ist es natürlich auch nicht einfach. Er hat die letzten Monate ja auch schon unter meinem Vorgänger nicht regelmäßig gespielt. Und wenn ein Spieler nicht im Rhythmus ist, dann ist es natürlich wahnsinnig schwer, gegen solche Mannschaften wie Galatasaray Istanbul
richtig ins Spiel zu finden. Er hat in der zweiten Halbzeit viele Dinge gut gemacht. Es war ja nicht so, dass das alles schlecht war. Er hat sich sehr bemüht und man darf auch, muss so einem Jungen auch, er ist noch ein sehr junger Spieler, auch eine gewisse Zeit dann geben, sich da wieder reinzufinden. Und deshalb ja, sind wir noch am Überlegen, was wir für Samstag machen. Können Sie noch was zum 1. FC Nürnberg sagen? Wie schätzen Sie den Gegner ein? Ja, 1. FC Nürnberg ist eine Mannschaft, die von der Mannschaft lebt, die sehr aggressiv, kompakt als Mannschaft arbeitet. Jetzt die individuelle Stärke ist jetzt nicht so hoch im Kader, aber wie gesagt, sie arbeiten als Mannschaft sehr, sehr gut, konzentriert gegen den Ball, probieren dadurch immer wieder mit langen Bällen auf ihren großen Stürmer und ja, mit einem schnellen Umschaltspiel nach vorne zu kommen. Und das wird schon ein hartes Stück Arbeit, vor allem gegen die Mannschaft Chancen herauszuspielen, weil sie doch in der Defensive enorme Qualitäten haben, weil sie als Mannschaft gut funktionieren. Ja, dahinter Uwe Dietz. Hinter dir. Achso, Entschuldigung. Herr Keller, wir rätseln ja noch und Sie selbst haben Sie auch gesagt, Sie hätten geglaubt, dass dieser Rückfall nicht so schnell denkbar ist über diese erste Halbzeit da am Dienstag. Nach diesem eigentlich sehr stetigen Aufwärtstrend in den letzten Wochen dann plötzlich doch eben wieder eine erste Halbzeit, die man ja so nicht erwarten konnte, gerade in so einem wichtigen Spiel. Was machen Sie jetzt in der Zeit bis Samstag, um zu verhindern, dass die Mannschaft nochmal so eine Halbzeit abliefert? Indem wir uns die zweite Halbzeit anschauen. Die zweite Halbzeit war genau das, was wir die letzten Wochen auch schon gespielt haben. Da kam die Mannschaft wieder zurück und ja, man darf auch nicht vergessen, wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft. Ja. Wir haben viele unerfahrene Spieler, was Champions League angeht, auf dem Platz stehen gehabt. Und vielleicht sind sie auch mit einem gewissen Druck dann mit so einem Spiel nicht zurechtgekommen am Anfang. Aber man muss trotzdem sagen, wenn die Mannschaft 2-1 zurückliegt, muss zwei Tore machen und kommt so aus der Halbzeit und spielt auf ein Tor und spielt sich Chancen raus und gibt alles, um das Spiel nochmal zu drehen, da zeigt schon, dass in der Mannschaft enormer Wille, enormes Potenzial da ist. Und wie gesagt, die erste Halbzeit bewerten wir jetzt nicht zu hoch für Samstag. Und wir nehmen viele positive Dinge raus. Sicherlich sollte so ein Beginn nicht mehr kommen. Aber man kann auch nicht erwarten, dass die Mannschaft jetzt über Wochen hinweg auf dem Niveau spielt, wo wir die letzten Wochen gespielt haben. Wir probieren sie da hinzubekommen und haben das auch, denke ich, in der zweiten Halbzeit vor allem wieder gezeigt. Aber wir bewerten die erste Halbzeit für Samstag nicht zu hoch. Herr Keller, Julian Draxler hat in den letzten beiden Spielen überragende Leistung gezeigt, phasenweise. Wie bewerten Sie seine Entwicklung und wie sehen Sie sie und wo kann das noch hinführen bei ihm? Ja, das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, nicht nur in den letzten beiden Spielen. Ich würde sagen, bis auf die ersten 40 Minuten gegen Istanbul hat er auch in der zweiten Halbzeit ein überragendes Spiel abgeliefert. Er hat gegen Wolfsburg überragend gespielt, er hat hier gegen Dortmund überragend gespielt. Ja, und er hat sich jetzt auf der Position zurechtgefunden. Das habe ich ja auch am Anfang immer wieder gesagt, man muss ihm auch eine gewisse Zeit geben. Er hat die Position lange nicht begleitet und er fühlt sich jetzt auf der Position wohl. Und wenn man mit 19 Jahren schon auf so einem Niveau spielt, gegen solche Gegner vor allem, es war ja jetzt die letzten Wochen kein Fall, ob es gegen die wir gespielt haben, dann muss man schon sagen, dass er noch eine wahnsinnige Entwicklung vor sich hat, da er mit 19 noch nicht fertig sein kann als Spieler. Und es ist schon sehr, sehr beeindruckend, aber wie weit er ist mit seinen 19 Jahren. Aber auch da gilt es, Woche für Woche, Tag für Tag dran zu bleiben. Ja, er muss sich weiter auf das konzentrieren, was er kann und es gibt keinen Grund, eine gewisse Überheblichkeit hier jetzt an den Tag zu legen, sondern er hat gut getan, sich auf das zu beschränken oder ja, hart zu arbeiten und sich immer wieder verbessern zu wollen. Und dann hat er natürlich noch einen ganz großen Weg vor sich. Habt ihr noch weitere Fragen? Ja, dann sind wir schon durch. Dann bedanke ich mich für euer Kommen.